In diesem Video möchte ich mal darüber nachdenken, was eine Zahl eigentlich wirklich darstellt. Ich habe mir dafür einfach mal eine ganz beliebige Zahl ausgesucht, und zwar die 25. 25. So, was weiß ich denn über die 25? Ich weiß, dass die 5 hier, die steht in der sogenannten Einerstelle. Und über die 2 hier weiß ich schon, die steht ja links neben der 5, also steht die in der Zehnerstelle. Okay, und was heißt das jetzt? Das heißt, dass 25 eigentlich zusammengesetzt ist. Und zwar aus 2 Zehnern. Ich schreibe das nochmal hin. 25 ist zusammengesetzt aus 2 Zehnern. Und zusätzlich auch noch aus 5 Einern. Aus 5 Einern. Okay, jetzt kann ich aber genauso gut fragen, okay, was heißt es denn eigentlich, dass man zusammengesetzt ist aus Zehnern oder Einern? Was ist denn ein Zehner? Und was ist denn ein Einer eigentlich? Ich habe dir hier oben mal zwei Beispiele hingeschrieben. Ein Zehner könnte darstellen eine Gruppe von einfach 10 Objekten zum Beispiel. Und ein Einer stellt halt einfach ein Objekt dar. Ich könnte also auch sagen, ich schreibe nochmal die Zahl hier, 25. 25 ist also auch das gleiche wie diese Gruppe von 10 hier ist ja ein Zehner. Wenn ich die also zweimal jetzt hier unten hinmache, habe ich jetzt hier 2 Zehner, wie ich hier oben auch stehen hatte. Und dazu kommt ja wieder, hier hinten habe ich ja noch 5 Einer stehen, also füge ich mir auch noch 5 Einer ein. Das ist ein Einer. Hier sind 2 Einer. Der dritte Einer. Der vierte. Und der letzte, der fünfte. So, jetzt hast du ja einmal schon mal gesehen, dass dieses Wort Zehner hier ja eigentlich wirklich für irgendwas steht. In dem Fall 10 Objekte, 10 von diesen Blöcken hier. Also, wenn ich jetzt einfach diese Blöcke hier zählen würde, könnte ich ja auch sagen, dass 25 das gleiche ist wie, das hier sind ja 20 verschiedene Dinge. Oder in dem Fall sogar 20 gleiche Dinge. 20. Und dazu kommen dann noch, ich denke, du weißt es schon, was ich sagen will, dazu kommen dann noch 5. Jetzt hast du also 1, 2, 3, 4 verschiedene Arten, wie du 25 darstellen kannst. Und alle stellen immer genau das Gleiche dar.